Und wir sind wieder da bei einer Runde Polybridge. Hatten ja letztes Mal, oder ich hatte schon doofe Wortspiele gemacht. Hier wird es jetzt so. Das gelbe Auto muss hier durchfahren und da ankommen. Und das Auto muss hier durch und da ankommen. Die fahren gleichzeitig. Das heißt, es wird wieder... Wir brauchen ein wenig bogenförmige Straßen. Hydraulik haben wir nicht, ist also nichts Bewegliches. Hier bin ich jetzt nicht sicher. Ich glaube, so würden wir nicht mehr durchfahren. Das heißt, wir machen das hier so. Jetzt fange ich hier wieder außen an. Müsste das einigermaßen symmetrisch sein. Und hier oben müssen wir, haben wir eine ziemliche Steigung drin. Wobei so hoch, ja. Unten müssen wir natürlich ganz weit nach unten, aber hier, das hat ja auch eine Höhe. Eventuell müssen wir da nicht so extrem hoch. Ich kann mir vorstellen, dass sowas hier zum Beispiel schon reicht, damit das Auto durch den Stern fährt. So. Wir haben Seile, wir haben 6 Stahlpfeiler. Wir haben ja vorhin über die Stahlpfeiler ein bisschen was gelernt. Holzverstrebung machen. Und aus meiner Sicht müsste das dann halten. Na, aber was man so von meiner Meinung halten kann, das wissen wir ja. Wie machen wir das am besten? Ja, wir merken gerade, es ist nicht ganz symmetrisch. Ja, leider nicht. Ich schau gerade, ne? Wie kann man so einigermaßen, könnte das oben halten? Das testen wir mal. Ja, oben, das sieht gut aus. Und unten. Interesse halber. Oh, das habe ich schon zu früh abgebrochen. Ja, das... Ich sehe gerade den Sinn der Seile da nicht. Deswegen machen wir das doch lieber mal so. Oh, wie sieht das aus? Ja, noch nicht ganz. Dann will ich jetzt noch mal... Ich habe mal auf 100 runtergestellt. Wo genau? Hier vielleicht noch eine Verbindung nach. Wir können es ja jetzt mal testen. Das ist wahrscheinlich nicht so gedacht. Ich hatte das Gefühl, dass da zu viel drauf ist. Ha ha ha.
Seile wieder beide weg. Seile sind doof. Seile braucht keiner. Er werden jetzt wahrscheinlich etwas über. Nein, das wollte ich nicht. Ich glaube, dass wir über Budget kommen werden mit meiner Methode der Verstrebung. Überhaupt. Hier bricht es gerade ein. Müsste auch dann theoretisch das in dem Bereich ganz stabil sein. Ja. Ich meine, wir haben bei früheren Brücken haben wir mal gespart. Dann macht es ja jetzt nichts, wenn es auch einmal ein bisschen teurer ist. Und die Wüste ist durchquert. Und wir kommen zum Nil. Double Overpass. Drawbridge. Holz, Stahl, Hydraulik, Seile. Es kommt das blaue Auto, es kommt Hydraulik. Es kommen drei Schiffe, es kommt Hydraulik, es kommt das rote Auto. So, die Frage ist jetzt. Es steht bei der Hydraulik keine. Doch vier. Nee, das ist wieder die Nummer. Ich glaube, wir haben also unbegrenzt viele. Die Frage ist, und das glaube ich nicht, dass wir es wollen, dass wir bei jedem Schiff einen eigenen Zugmechanismus machen wollen. Meine Idee wäre eher, das Äußere zu überqueren mit genügend Steigung und dann uns erst da drin um das Anheben einer Straße zu kümmern. Dass die richtige Idee ist. Das wissen wir hier natürlich noch nicht. Jetzt müssten wir aber quasi, das weiß ich noch nicht, wie wir das hinkriegen. Ich will ja, wenn wir hier Hydraulik machen, das kann ich schon mal machen. Wie sorgen wir denn dafür, dass diese beiden angehoben werden und nicht nur das hier? Wobei das eventuell sogar zu lösen wäre. Muss ich jetzt gerade mal schauen. Wird ja sogar reichen, wenn nur der eine Teil angehoben wird. Jetzt will ich hier nochmal schauen, ob ich das auch auf Maximum hatte. Hatte ich nämlich noch nicht. So, jetzt wird es ja wieder reichen, wenn nur eins angehoben wird. Wir haben Unterstützung von unten, die wir sogar mit Stahlträgern herstellen könnten. Gelernt, müsste das ungefähr das hoch genug ziehen. So, jetzt müssen wir das Ganze. Was machen wir am besten mit den Stahlpfeilern? Müssen die sich gegenseitig festhalten? Das teste ich gerade mal.
So sieht dieses Dreieck recht stabil aus. Ja, und ich habe das bewusst etwas in die Mitte geneigt gemacht, weil ich denke, dass wir da zum einen, weil da der Verbindungspunkt ist, ich denke aber auch, dass wir vielleicht innen etwas mehr Stabilität brauchen durch die Hydraulik, die dann einsetzt. Zumindest in meinem Kopf ist das so ausgerichtet, vielleicht genau falsch rum. Aber das werden wir dann noch sehen. So. Jetzt müssen wir natürlich uns erstmal um die Grundstabilität hier sorgen. Manchmal muss ich ein bisschen auf die Punkte gucken. Deswegen wird da manchmal so ein bisschen hin und her gefummelt. Ja, das. Oh doch, das ging sogar noch. Außen wird es wahrscheinlich nicht klappen. Da ist die Entfernung zu groß. Ja, das hatte ich mir gedacht. Aber das ist nicht so schlimm. Der Teil scheint sogar schon zu halten. So, hier gehen wir dann logischerweise nach demselben Konzept vor. So, dann zack, zack, zack. Links, das wird noch, ich glaube, das Ding in der Mitte wird noch ein Problem werden, wenn ich das anheben soll. Ich glaube, dann wird es jetzt gleich zusammenbrechen. Was immer es macht, das war nicht so geplant. Und das wird, glaube ich, so nicht wieder nach oben kommen. Nee, gut. Ja. Was haben wir da falsch überlegt? Warum macht es das? Also, weil das hier ein bisschen nach unten fällt, glaube ich, ist dann beim Zusammenziehen, geht es dann in die falsche Richtung. Eventuell. Weil es halt die kürzeste Möglichkeit sucht, das zusammenzuziehen. Und das, weil es dann halt nach unten durchhing, ging es in die Richtung. Ist das dadurch oder habe ich jetzt einen Denkfehler gemacht? Ich glaube, das war der Denkfehler, ne? Oh. Oh. Das Auto ist natürlich schwerer. Guck dir das an. Wir hatten ein Budget von 68.000, haben nur 32.000 ausgegeben. Wir sind sogar günstiger als die Mehrzahl der Spieler. Das heißt, wir sind nämlich schon hier auf Platz 61.954.
gut. Da würde ich davon ausgehen, dass es gecheatet ist. Nur so eine Vermutung, ne? Ich habe ja kein Problem da eben, ne? Wenn hier irgendwie so. Wenn einer auf 25.000 runterkommen würde, zum Beispiel. Ne? Als Beispiel. Sag ich, yo, der weiß, wie es geht. 0 und 644, das ist ja nicht mal die Straße. Und daher rege ich mich darüber nicht auf. Das sind kleine Würmchen. Arme Würstchen mit kleinen Würmchen. So wollte ich sagen. Eine slanted Drawbridge. Jetzt haben wir natürlich mein Dictionary, wenn nicht slanted. Wir haben Holz, Stahl, Hydraulik und Seile. Es kommt ein Auto, Hydraulik wird eingesetzt, es kommt ein Schiff. Es wird Hydraulik eingesetzt, es kommt die Vespa. Dass wir natürlich nicht auf einer schräge Hydraulik einsetzen wollen, was aus meiner Sicht bedeutet. Erstmal bedeutet es, ich will, ach so, muss ich gerade schauen, in die Mitte des Schiffes kommen. So ist das wieder. So, und dann, das war nach der Hydraulik, dann erst Steigung machen. So, vom Grundgedanken. Hier ist natürlich die Trennung. Haben vier bei Hydraulik. Ah, nee, doch, wir haben vier Hydraulik. Warum haben wir vier Hydraulik? Werden wir vielleicht noch rausfinden. Hier ist sogar noch ein Punkt, wo wir was festmachen könnten. Was halt bedeuten würde, wir könnten hier aus zwei Stahlträgern so ein stabiles Dreieck machen. Wobei meine Überlegung eigentlich eher wäre, hier drüben den einzusetzen. Die zieht das auf 50%. Eventuell müssen wir glaub, das müssen wir ein bisschen flacher machen, damit es bei 50% auch die Straße hochzieht. Na, hier drüben wird das natürlich da. Ah, das könnte jetzt ein Problemchen werden. Aber das werden wir dann rausfinden. Schade. Schade, schade. Schade, schade. Hier werden wir wahrscheinlich dann auch noch das unterstützen müssen. Einfach schon mal anschauen. Hier drüben entsteht ein bisschen Spannung. Spannend! Nicht diese Spannung. Ist jetzt in meinen Augen total stabil. Ja, da wird hier, es wird hier abgerissen. Kommen wir da,
Karneval brauchen wir da einen Stahlträger? Brauchen wir da ein Seil? Ja, das wollte ich gerade sagen, das hängt hier wieder zu weit durch. Das Problem kannten wir ja schon mal. So, aber eventuell. Das Auto kommt gut hoch. Wow. Ja, hier habe ich jetzt wieder das Problem, ne? Das wird doch wieder den... Ach so. Das wird doch wieder alles nach den Stahlpfeiler einfach nach innen ziehen und keine Stabilität bringen. Ja, genau. So ungefähr hatte ich mir es gedacht. Also so wollte ich es nicht, aber es war mal klar, dass sowas passieren wird. Ich habe gerade eventuell eine andere Idee. Jetzt hier einen Stahlträger machen, an dem wir die Sachen befestigen. Wird der hier durch sowas dann festgehalten? Das war eine Verbindung, die ich nicht wollte. So. Nicht? Eventuell? Weit genug hoch. Geht lieber. Guter Kapitän. Jetzt darf es nur beim Runtergehen nicht zusammenstürzen. Das sah aus, als hätte es nicht ganz bündig geschlossen. Aber ja, doch. So geht's. Ging aber anscheinend auch etwas günstiger. Hills und Valleys. Wow, wir haben 75.000 dann zur Verfügung. Wir haben Holz, Stahl, Seile und Kabel. Das wird spannend. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir hier ein seltsames Schiffchen. Wir haben einen Oldtimer und wir haben Checkpunkte, wo wir durch müssen. Ja, moin. Da würde ich dann sagen, das sehen wir uns auf jeden Fall erst in der nächsten Folge an, weil das sieht aus, als ob es etwas dauern wird. Und dementsprechend sehen wir uns dann wieder.